Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst in der Marienkirche in Büchendorf. Letare, so heißt der Gottesdienst in der Passionszeit. Freue dich. Und das klingt irgendwie so fehl am Platz in dieser Zeit. Es ist eher Sorge angebracht, mitunter gepaart mit einem Durchatmen, denn so manches wird von uns abverlangt. Die Einschränkungen des täglichen Lebens, sie machen uns zu schaffen. Freue dich. Der Name des Gottesdienstes in der Passionszeit, in der sich Jesus nach Jerusalem begibt, um am Kreuz zu sterben. Auch das will irgendwie nicht passen. Vielleicht ist das aber auch der Hinweis darauf, dass in Jesus etwas zusammenkommt, was wir Menschen kaum zusammendenken können. Gott und Mensch. Schöpfer der Welt und die Herrlichkeit Gottes, die dann Anteil nimmt am Leiden in der Welt. Vermeintliche Widersprüche vereint im Sohn Gottes. Lasst uns miteinander Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten des 84. Psalms. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herrgott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag und bitten dich, dass du jetzt bei uns bist. Wir bitten dich, sieh uns an, mit allem, was uns vor Augen steht. Sieh an, was uns den Kopf hängen lässt. Herr, erbarme dich. Schau in unser Herz, wo es finster ist und betrübt. Unser Herz ist unruhig,
bis es Ruhe findet in dir. Christe, erbarme dich. Sei uns Licht im Herzen und Hoffnung im Kopf. Erfülle uns mit deiner Freude. Herr, erbarme dich. So sind wir vor dir und bitten dich, hebe unseren Blick auf zu dir. Amen. Das Evangelium für den Sonntag Letare steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, es geht mir heute in unserem Text um vier Aspekte: Herrlichkeit, Wirklichkeit, Anspruch und Begeisterung. Zuerst die Herrlichkeit. Philippus und Andreas sind total begeistert. Da kommt jemand und will Jesus sehen und sie denken, endlich ist es soweit, dass Jesus allen zeigen wird, dass er der Sohn Gottes ist. Er wird nicht mehr in Gleichnissen reden, er wird nicht mehr hier und da im Einzelnen tätig sein, sondern so, dass alle es sehen. Der Christus, der Sohn Gottes, für alle sichtbar. Nur, dass Jesus mit der Verherrlichung, von der er spricht, etwas völlig anderes im Sinn hat. Er denkt an das Kreuz, das er auf sich nimmt aus und wegen seiner Liebe zu uns. Die Herrlichkeit Gottes erweist sich gerade darin, dass Jesus sich selbst aufgibt und den Tod erleidet. Der herrliche Gott stirbt und kommt darin uns Menschen so nahe wie sonst niemand. Darin wird sich die Herrlichkeit Gottes erweisen. Mein zweiter Punkt, die Wirklichkeit. Die wird ja gerade heiß gehandelt. Wie dramatisch oder normalgefährlich ist das neue Virus? Und was müssen wir befürchten und worauf können wir hoffen? Schön, wenn man darauf so gute Antworten hätte. Die Wirklichkeit. Vor einiger Zeit habe ich den Film Die Unfassbaren gesehen. Und vier Magier, die verstehen es aufs Beste, mit einem immensen Aufwand Illusionen zu erzeugen. Die schaffen es, von Las Vegas aus in einer Live-Show eine Bank in Paris auszurauben. In der nächsten Show plündern sie das Konto eines Multimillionärs und in Echtzeit wird das Geld überwiesen auf die Konten der Zuschauer. Ja, ein nur unterhaltsamer Film, schon viel wert in diesen Tagen. Aber das Irre ist, mit so viel Aufwand erzeugen sie Illusionen. Und Jesus? Ohne jedes Feuerwerk erzeugt er Begeisterung in den Herzen der Menschen. Und wer sich begeistern lässt von Jesus, der sieht in, mit und unter dieser Welt eine neue Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, dem Anspruch. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus wählt eine schwere Sprache. Hassen soll man sein Leben. Es klingt eigentlich nicht nach dem, der uns zusagt, ihr werdet das Leben in Fülle haben. Das Leben hassen? Bei Jesus sah das so aus,
dass der nichts Besseres vorhatte, als mit Freunden und Fremden, mit Ausgestoßenen und Angesehenen gleichermaßen das Leben zu teilen, mit ihnen zu essen und das Leben zu feiern. Aber warum redet er dann vom Leben hassen? Jesus hat beobachtet, dass so mancher Mensch seine Lebensgewohnheit mit dem Leben selbst verwechselt hat. Und wenn diese Gewohnheit unterbrochen wird, dann droht man, das Leben aus dem Blick zu verlieren. Wenn das Leben oder vielmehr die Lebensgewohnheit ein Selbstzweck wird, dann wird das Leben schnell leer. Und ich glaube, das wird manchem jetzt in diesen Tagen durchaus vor Augen geführt. Wenn meine bisherige Lebensgewohnheit, die mich so auf Trab gehalten hat, unterbrochen wird, weil ich zu Hause bleiben muss, freiwillig oder unfreiwillig, dann droht mein Leben leer zu werden. Was aber tun? Jesus formuliert einen Anspruch an das Leben. Und damit gewinnt das Leben etwas, was es sich nicht selbst gibt. Und Jesus macht kein Geheimnis daraus, dass dieser Anspruch nicht leicht ist. Er spricht davon, dass wir ihm dienen sollen. Nun, ihm dienen. Es macht einen Unterschied, ob ich einsame Menschen im Allgemeinen bemitleide oder ob ich das Telefon in die Hand nehme und den vielleicht auch nervigen Nachbarn anrufe, weil ich weiß, der braucht ein Ohr. Und es macht einen Unterschied, ob ich bei meiner Familie von nebenan weghöre, denen schlichtweg die Decke auf den Kopf fällt, weil Kitas und Schulen geschlossen haben, oder ob ich auf Abstand anklopfe und frage, wie kann ich helfen? Warum das alles aber tun? Das bringt mich zum vierten Punkt: Begeisterung. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Nun, das klingt nicht nach Begeisterung, oder? Wessen Herz Jesus berührt, wem Jesus eine neue Wirklichkeit erschließt, wer beginnt, in, mit und unter dieser Welt das Reich Gottes zu erblicken, der gewinnt ein neues Leben, der gewinnt ein Ziel in seinem Leben. Und den wird es auch nicht so leicht aus der Bahn werfen, wenn so manche Gewohnheit im Leben unterbrochen ist. Das alte, das bisherige Leben wird von Jesus relativiert. Und relativiert heißt, es gilt nicht mehr für sich selbst, unangefochten, sondern es wird in Relation, es wird in Beziehung gesetzt zum Reich Gottes. Was bisher im Leben galt, setzt Jesus in Beziehung zu der neuen Welt Gottes. Dazu erzählt er ein Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte diese. Wessen Herz Jesus berührt, der ist begeistert und er lässt sich und sein Leben in Beziehung setzen zu ihm. Und in diesem Sinne beginnt er, sich von einem Leben nach den Maßstäben dieser Welt zu verabschieden und ein Leben nach Jesu Maßstäben zu beginnen. Vier Aspekte unseres Textes vom Weizenkorn in der Erde: dass er stirbt, damit es neue Frucht bringt. Die Herrlichkeit Jesu, die genau darin liegt, dass er uns Menschen im Leiden ganz nahe ist. Die Wirklichkeit des Reiches Gottes, ohne großes Feuerwerk, die sich einem Menschen erschließt, wenn er sein Herz von Jesus berühren lässt. Der Anspruch Jesu, ihm zu dienen. Der Anspruch Jesu, der unser Leben mit einem Sinn füllt. Und schließlich die Begeisterung, die Jesus in uns für das Reich Gottes wecken kann. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Welt, die größer und komplexer ist, als dass wir sie ganz und gar verstehen könnten. So bitten wir für die Mediziner und Forscher, die an Medikamenten für die Menschen arbeiten, die an Covid-19 erkranken. Wir bitten für unsere Politiker und alle Menschen, die in Verantwortung stehen. Gerade jetzt, in dieser Zeit der Verunsicherung, schenke ihnen Weisheit und Mut, die richtigen Entscheidungen mit Bedacht zu treffen. Wir bitten dich, erbarme dich. Wir danken dir für die Menschen, die in der Pflege, im Verkauf von Lebensmitteln, bei der Feuerwehr und Polizei, auf den Ämtern und in der Fürsorge ihren Dienst tun. Du hast sie berufen. Dafür loben wir dich. Sei du bei ihnen und ihren Familien und rüste sie zu mit deiner Kraft. Wir bitten dich, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen in deiner Gemeinde. Erbarme dich der Verstorbenen. Stehe den Trauernden bei und schenke ihnen Trost in dieser Zeit. Sei du bei den Einsamen, die sich nicht aus ihrer Wohnung trauen. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die den Hörer in die Hand nehmen und nach ihnen fragen. Wir bitten dich, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.